Hi, heute mit der neuen Insta360 und der Info über Thagard. Thagard ist eins meiner drei großen Reiche, liegt im Norden, ist an die Wikinger angelehnt, hat eigentlich drei Haupteinwohner, sagen wir mal so. Das sind die Ontik, so größere Vielfraße, Frostzwerge, die so um die 2,50 Meter groß sind, und eben die Menschen, die Thagarder. Was passiert in Thagard? Wenn du in der Hauptstadt Seeroth bist, dann bist du direkt an einem Eispanzer. Und wenn du dann weiter in den Norden willst, musst du eben durch diesen Eispanzer durch. Wenn du es aber schaffst, hast du eine super tolle Landschaft, aber es ist bitterkalt. Das heißt, für normale Menschen und Reisende mit magischen Mitteln wird es da schon ein bisschen eng. Für die Frostzwerge kein Problem. Wenn ihr dann aber auf einen dieser gewaltigen Eisstürme stoßt, dann werden sich nicht nur Menschen und Reisende mit magischen Mitteln in Höhlen flüchten, sondern auch die Frostzwerge. Und diese Eisstürme haben das Problem, dass sie zwischen einem Tag und ein paar Wochen dauern. Und während dieser Zeit kommt selbst ein Frostzwerg nicht aus der Höhle raus, sondern muss dort drin einfach ausharren. Falls ihr es aber schafft, weit in den Norden zu kommen, ist eine wunderbare Landschaft da. Wenn ihr Glück habt, seht ihr sogar zwei weitere Monde. Obwohl es eigentlich nur einen gibt auf Teregov, aber ja, Thagard hat angeblich zwei weitere Monde. Ihr werdet dort oben tolle Ruinen finden, uralte Ruinen, eventuell sogar viel Wissen. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr irgendetwas, ich würde mal sagen, das sind so heiße Quellen. Und da gibt es sogar Lebewesen, die auf ganz Teregov sonst nirgendwo zu finden sind. Seeroth selber ist auch aufgebaut auf einer uralten Ruine, und die Katakomben drunter sind noch nicht mal komplett erforscht, also auch hier habt ihr etwas zu erforschen. Wenn ihr euch fragt, wer ist der Herrscher von Thagard, der nennt sich Tar, und der wird wie folgt gewählt. Also wenn ein alter Tar abdankt oder gestorben ist, dann wird ein neuer gewählt, und zwar wie folgt. Wird ein Fass aufgestellt, da werden die Namen reingeschmissen, dann wird der Name gezogen. Dessen Name gezogen wird, der muss den Hammer Thoras über seinen Kopf halten und wird damit zum neuen Tar. Ist nicht so einfach, weil der Hammer sauschwer ist. Und B, seit ein paar hundert Jahren haben einige der Clans scheinbar eine Übereinkunft getroffen, dass nur gewisse Leute zum Tar werden sollen, aus gewissen Clans. Und so haben sie, da dieser Hammer aus Metall ist, mit Hilfe von Magnetismus, eine Vorrichtung gebaut, die es ihnen ermöglicht, den richtigen Tar für sie zu wählen. Einige der anderen Clans haben das allerdings rausgefunden und waren davon nicht so begeistert, aber konnten nicht recht viel tun. Und das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben sich dann in den Süden begeben, wo sie an den Flüssen und Fjorden jetzt leben und mit anderen Zivilisationen Handel treiben. Die nennen sich Grevskaps. Man hat aber auch gehört, und jetzt kommen wir dazu, das Abenteuer am Sonntag auf der Radcon geht auch um die Seelensteine. Ihr wisst ja, habe ich glaube ich schon erzählt, dass es 137 Krieger des Lichts gibt, und die haben sich damals geopfert, um den großen Dämon Rimuru aufzuhalten. Diese Seelen sind immer noch im Umlauf und werden aber an Helden quasi weitergegeben, und wer die Seelen in sich aufnimmt, der erlangt Wissen und Stärke von den alten Kriegern. Und eigentlich heißt, wenn sich die 137 wieder zusammentun, können sie Rimuru, der bestimmt noch einmal kommen wird, weil er versucht es immer wieder, dann endgültig vertreiben. Das ist eigentlich das Endziel sozusagen dieser 137 Krieger des Lichts, die sich damals geopfert haben. Jetzt ist es so, der neue Tar nimmt auch einen Teil dieser Seelen in sich auf. Jetzt ist dadurch, dass sie, das ein bisschen getrickst haben, klappt es nicht immer mit der Aufnahme der Seelen, und manchmal stirbt auch der neue Tar. Und ein Clan war besonders sauer darauf, dass diese Tricks gemacht wurden, und hat angeblich einige der Seelen gestohlen und in den Norden irgendwo in die Eiswüste gebracht. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendwann mal die Krieger von Thagard sich gemeinschaftlich aufmachen, um Rimuru aufzuhalten, werden es nicht die 137 Seelen bzw. der Anteil der Thagarder daran sein, sondern ein wenig weniger, weil ja ein paar davon verloren sind bzw. in den Norden gegangen sind. Und
Am Sonntag, hatte ich schon erwähnt, 15 Uhr, Radcon Limburg, werde ich 3 bis 6 Spieler haben, hoffe ich. Und die werden dann versuchen, diese Seelensplitter im Norden zu finden. Habe da ein kleines Abenteuer vorbereitet, darüber werde ich euch dann später auch erzählen, wie es gelaufen ist, was die Leute dann tatsächlich daraus gemacht haben und ob sie Spaß hatten und was sich daraus vielleicht ergibt für den Rest. Normalerweise wollte ich ja am Freitag wieder ein weiteres Video machen, wird aber diesmal am Donnerstag sein, weil ich am Freitag um 6 Uhr schon auf die Radcon nach Limburg fahre. Und dann könnte ich ja kein Video machen. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Informationen mitgenommen. Wenn ihr weitere Fragen zu Targart, Xeroth oder was auch immer habt, einfach in die Kommentare unten rein. Und vielleicht kann ich euch ein bisschen was beantworten, solange meine Spieler auch erfahren dürfen. In diesem Sinne, viel Spaß. Ciao.